Draussen wird es langsam dunkel und wir reden jetzt auch über eine Situation, die manchmal auch im Leben von einem ein bisschen dunkel kann werden kann. Wir reden nämlich über Homeoffice und Burnout. Und ich bin sehr froh, dass der Andi Zemp hier ist. Er ist Organisationsentwickler von der Stadt Bern, bei der AOB als Ausbildner auch tätig und hat eine eigene Psychotherapiepraxis. Also absoluter Experte. Andi, ganz herzlich willkommen. Merci vielmals, danke. Aber wir reden über ein Thema, wo viele Leute belastet. Der Wechsel ins Homeoffice, zurückkommen aus dem Homeoffice, Burnout. Hast du jetzt erlebt in den letzten fast zwei Jahren oder in dieser Covid-Krise, dass das Homeoffice ein Trigger war für Burnout? So direkt kann man es nicht sagen. Es sind sicher Leute, die vorher schon am Anschlag waren, die vielleicht da und dort in ein Burnout reingelaufen sind. Der Hauptgrund ist der, wir Menschen haben so vier Grundbedürfnisse, die uns wichtig sind, dass wir uns psychisch wohlfühlen. Und eines davon ist unter anderem Kontrolle. Also die Idee kann einigermaßen absehen, was passiert. Also wenn du am Abend ins Bett gehst, dass du davon ausgehst, wirst du wieder wach, als einfaches Beispiel. Und jetzt in der Covid-Krise ist natürlich das Thema Kontrolle extrem bedroht worden. Viele sind unfreiwillig ins Homeoffice und genau die haben in Regel eher Problem gehabt, die freiwillig ins Homeoffice sind. Es hat ganz viele Leute gegeben, die Stadt Bern, die sich darauf gefreut haben. Endlich ist das ein Thema. Endlich dürfen wir ins Homeoffice. Die haben sicher weniger Probleme gehabt. Daheim hat es allerdings wieder zu anderen Problemen gefühlt. Da haben sie vielleicht plötzlich gemerkt, im Moment so gut unter Kontrolle ist es gleich wieder nicht, weil ich vielleicht noch Kinderbetreuung habe und so weiter. Also, es ist so ein bisschen ambivalent. Aber die Veränderung, die unser Bedürfnis nach Kontrolle bedroht, ist ein Stressor. Und wenn Leute vorher schon zu viel Stress haben, kannst du es auch noch oben drauf kommen. Und bei der einen oder beim anderen hat es dazu geführt, dass eben das Burnout halt können ausbrechen konnte. Und wie äußert sich das in deinem täglichen Beruf eben als Angestellter von Stadt Bern? Kann man dir anrufen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und vielleicht auch Leute, die jetzt daheim zuschauen und sich auch interessieren, vielleicht nicht per se, weil sie das Burnout haben, sondern einfach die Sensibilisierung ist ja wichtig für sich selber und auch für das nähere Umfeld. Wie kommt man zu dir? Also wir sind ein ganzes Team bei Stadt. Wir sind natürlich nur für die Angestellten von der Stadt Bern zuständig. Ein ganzes Team, das sich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und wenn Leute so im Bereich sind, wo sie das Gefühl haben, oh, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt da in eine Situation hineinkomme, wo es mir nicht gut tut, wo ich richtig krank mehr bewege, die sich die bei mir melden, online oder per direkt. Oder? Wir können da zusammen spazieren und das besprechen. Also gibt es verschiedene Formen, die Covid-kompatibel sind. Die Leute, die nicht bei Stadt Bern angestellt sind, müssen sich halt an andere Stellen wenden. Es ist sicher hilfreich, rechtzeitig Hilfe zu holen. Es lohnt sich nicht, wenn man so in Stresssituation ist, am Anschlag ist und man Schlafstörungen hat oder alle rundherum sagen, hey, du bist so anders, du bist so genervt, so gereizt, dass man das lange anbrennen lässt, sondern dass man rechtzeitig mal versucht, mit jemandem Fuss, der neutral ist, das in Ruhe anzuschauen, ob das gefährlich ist oder ob es einfach vorübergehende Phase ist, was er durchaus auch sein kann. Burnout ist ja so, und das meine ich nicht despektierlich, aber ist so eine Modediagnose geworden, hat man so ein bisschen das Gefühl, so in den letzten 10 Jahren. Aber eigentlich ist es ja eine Schöpfungsdepression, oder? Also, oder nicht? Also, du musst mir das ein bisschen erklären, weil man liest immer, weißt, wenn man sich informiert über das, steht immer viel. Es ist ein Risikozustand, der mit einer Erschöpfungsdepression zusammengeht. Ist das gar nicht so? Ja, es ist nicht ganz immer so. Es ist so, dass wir alle ja Stress haben im Alltag. Wir brauchen ja Stress, das haben wir auch nicht vergessen. Stress ist ja nicht per se negativ, das wäre ganz falsch. Wir brauchen den minimalen Stress, so wie jetzt auch im Interview oder was auch immer, dass es etwas Vernünftiges gibt. Wenn wir aber im Alltag, in unserem Leben, sei es von den Arbeitsumständen, von der familiären Situation, aufgrund von meiner Gesundheit, so einen hohen kumulativen Stress, würde ich dem sagen, haben, und da kommt noch etwas Akutes dazu, dann kann es eben länger, dass man so in eine richtige Burnout wandert. Und Burnout wäre ein Risikozustand, wo sich das alles in Regel um die Arbeit eben dreht, Gedankenreisen, in der Nacht wache ich auf, denke an das Arbeiten, am Abend kann ich nicht einschlafen, denke an das Arbeiten, solche Sachen. Und je nachdem, wie das weitergeht, wenn ich keine Massnahmen ergreife, wo ich den Stress einerseits reduziere oder den Körper dazu bringe, den Stress besser zu verarbeiten, zum Beispiel über Bewegung, kann das in einer Erschöpfungsdepression enden. Aber es gibt durchaus noch andere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren könnte. Man könnte zum Beispiel auch eine Angst machen, Angststörung, gibt es auch, ist auch nicht selten. Ein Abhängigkeitsthema, Stressregulation über Alkohol.
sieht man in jedem billigen amerikanischen Film, oder, dass das ein Thema ist. Und was noch viel häufiger ist, ist natürlich Herzinfarkt und so, also körperliche Beschwerden. Also von dem her ist eine Erschöpfungsdepression ist eine mögliche Reaktion. Ist auf der psychischen Ebene sicher die häufigste, aber nicht die einzige. Sehr spannend und auch sehr wichtig, eben, dass man, ja, dass man einfach das Burnout-Thema so wahrnimmt, wie es ist. Also wenn ich dich jetzt versuche zu analysieren oder rauszuhören von dir, was das Zentralste ist bei einem Burnout, ist eben schon, es kommt vom Schaffen. Du hast jetzt immer über Schaffen geredet. Das ist so der Triggerpunkt, wenn man merkt, zu schaffen, man kann es nicht mehr beim Schaffen lassen. Ich sage jetzt, ob es im Homeoffice ist oder wenn es das Büro hier ist. Man kann wie nicht aus dem Büro, und das Büro ist das Büro, sondern es begleitet einem bis in Schlaf hinein. Dann ist so ein Punkt, wo es immer wieder vorkommt, wo man muss Hilfe vielleicht suchen muss. Ja, das ist eine spannende Frage. Oder? Es ist so, dass das nicht... Also das Privatleben kann natürlich noch viel mehr stressen als die Arbeit, aber das Burnout ist per se so definiert, dass die Arbeit das Zentrale muss sein. Das heisst, wenn jetzt, ich sage jetzt ein bisschen plump, oder zwei Drittel von Belastung im Bereich Arbeit ist, würde man wahrscheinlich eher von Burnout reden, und wenn zwei Drittel im Privatleben ist, von etwas anderem. Es kann sich kumulieren, und das ist eigentlich sowieso der häufigste Fall. Also jemand, der nur in der Arbeit Stress hat, das gibt es, kennen so Patienten, Patientinnen, aber es ist doch eher die Ausnahme. Meistens ist es beides, tut sich auch gegenseitig beeinflussen. Wenn ich sehr viel am Toren habe, beim Arbeiten, bin ich daheim einigermaßen ungenießbar, und dann gibt es den Konflikt, und das tut auch wieder steigern. Aber Burnout ist eigentlich definiert als arbeitsbezogene Stressfolgestörung. Wenn ich daheim bin mit kleinen Kindern, Mann oder Frau, oder, das kann einem auch Stress erfahrungsgemäss, und das kann einem auch eine Grenze bringen, das kann einem auch in eine Erschöpfung hineinbringen. Das würde man einfach nicht von Burnout reden, obwohl es sehr ähnlich aussieht. Das hat mehr mit den Massnahmen zu tun, die man nicht trifft. Eines der Hauptthemen ist, ich muss lernen, mich abgrenzen, beispielsweise. Bei kleinen Kindern, wenn ich mich jetzt geide und abgrenze, kann das für Kinder im schlimmsten Fall tödlich sein. Also das muss man ganz anders überlegen. Oder? Darum ist das anders definiert. Spannend, also das heisst, mehr so, dass wir die Begrifflichkeit richtig haben, finde es interessant. Wenn es jetzt mehr privat wäre, wo du würdest feststellen im Erstgespräch oder Zweigespräch oder was auch immer, dann wäre es nicht ein Burnout, sondern sonst eine psychische Belastung. Genau, da könnte man sagen, also das Häufigste, was man da sagt, ist eine Anpassungsstörung. Oder? Das ist so eine psychische Reaktion auf Belastung, wo so definiert ist, dass es auch wieder vorbeigeht, dass es ein einmaliges Ereignis ist, das du und ich auch haben können. Aus irgendeinem Grund. Aber wir müssen nicht zwingend von Burnout reden. Wird häufig durcheinander gebracht, aber es ist eigentlich schon wichtig, dass man es auseinander nimmt. Sonst hat die Thematik Burnout gar keinen Sinn. Weil es geht ja darum, auf beiden Schienen zu überlegen, was muss man jetzt machen. Oder? Privat und beruflich. Und wenn es primär privat ist, dann ja, ist das ein anderes Thema. Oder? Du hast vorhin über Symptome geredet. Versuche die so herauszudiffundieren, die wichtig sind. Wenn jemand sagt, du bist nicht mehr dir selber, wenn man Mühe hat mit Schlafen, wenn man dauernd angespannt ist, sind das schon so die wichtigen Triggerpunkte, und man muss darauf achten, oder gibt es noch mehr? Also Schlafstörung ist eindeutig ein zentraler Punkt, das ist quasi das Königssymptom. Und zwar nicht, wenn man mal eine Nacht nicht schlafen kann, das passiert immer etwa. Und natürlich auch, wenn ich freiwillig nicht schlafe, wenn ich an einem Anlass bin, spielt es auch keine Rolle. Wenn ich wirklich möchte schlafen, wird er zunehmend erschöpft und so weiter. Das ist das Königssymptom. Das zweite Königssymptom ist Bluthochdruck. Sehr viele Leute haben einen zu hohen Blutdruck, was die Schlafstörung auch wieder erhöht. Tinnitus, so Sachen. Und dann muss man im Einzelfall schauen. Also das Burnout ist nicht so eine klare Diagnose, sondern ist ein sogenanntes Syndrom. Das kann man sich vorstellen wie ein Blumenstrauß. Das heisst, es gibt sehr viele unterschiedliche Blumen dort drin. Und wenn du ein Burnout hast, hast du die drei, vier Blumen drin. Ich hätte die anderen drei, vier. Dann kann man aber nochmal andere. Und trotzdem müssen wir von Burnout reden. Aber die Schlafstörung müsste immer dabei sein. Und körperliche Symptome, sonst müsste da dabei sein, eben Bluthochdruck, Magen-Darm-Probleme, solche Sachen. Also einfach Mühe ziehen, allein längt nicht. Keine Lust mehr haben, zu arbeiten, allein längt nicht. Es braucht die Kombination von verschiedenen Symptomen. Antriebslosigkeit allein längt nicht. Eben. Und jetzt, eben, wenn man sich dann meldet bei dir als Stadtangestellter, oder man kann sich auch privat melden, das ist ja eine Psychotherapie-Praxis bei dir, was passiert dann für Leute, die sich, ich finde es ganz wichtig, dass man ja darüber redet, oder? Es tut ja die Hemmschwelle abbauen, dass man nicht merkt, man kommt dann zum Andi, und der Andi ist ein völlig normaler, entspannter Typ. Was passiert dann, wenn ich zuerst mal zu dir komme, wenn ich finde, hey, hörse, ich bin gerade ein bisschen am Limit? Also das Erste, was ich würde mal machen, ist, wenn du eine Frage bist, beim Hausarzt gewesen. Das klingt ein bisschen komisch, wie der Psychologe das sagt, aber es gibt ganz, ganz viele körperliche Gründe, die dazu führen, dass wir müde sind, erschöpft sind und genau die gleichen Symptome haben, und das nicht abklären, ist nicht seriös.
Also es kann eine Schilddrüsenunterfunktion sein, das kann, also gibt es wirklich lange Liste. Das würde ich dir zum Hausarzt schicken und parallel dazu würde ich aber eine Auslegeordnung machen und schauen, was hast du für Stressoren und was hast du für Symptome. Und dann aufgrund von dem versuchen herauszufinden, wo bist du auf dem Kontinuum zwischen gesund und einfach, ich sage jetzt gesund gestresst, richtig Burnout, richtig Depression, Angst oder was es dann mal sein, wo bist du genau? Und dann versuchen mit Quick Wins dich zu unterstützen, dass du relativ schnell einfach mal wieder in einen Zustand kommst, der sicher nicht schlimmer wird. Das kann sein mit Bewegung, das kann sein mit gewissen Sachen abgeben, das kann sein mit einer Teilzeitkrankschreibung. In der Regel, ja, das sind so die Massnahmen, die man jemanden treffen kann. Ganz lange Krankschreiben ist häufig nicht unbedingt hilfreich, da geht es mir noch schlechter meistens, gerade wenn ich eben noch nicht eine Depression habe. Also dort herauszufinden, wo bist du genau und was sind die Möglichkeiten, die es schneller Gewinn gibt. Und dann zu schauen, was ist denn von Struktur her das Problem. Also einerseits von der Arbeit her, gibt es dort von den Prozessen her Sachen, die übermässig belastet. Aber das andere, was hat es mit deiner Persönlichkeit allenfalls zu tun? Bist du jemand, der sehr perfektionistisch ist, dann würden wir an dem arbeiten. Es gibt aber auch den Typus Mensch, der Angst hat vor Fehlern, dann würden wir an dem arbeiten. Dann würden wir dir zum Beispiel sagen, es ist wichtig, dass du extra Fehler machst, wäre zum Beispiel etwas, und mal schauen, wie das tut, und wir das nächste Mal berichten, was da genau passiert. Sehr spannend, also wirklich auch etwas, was man durchaus machen kann, glaube ich. Also Coaching ist ja etwas, was man machen kann, wenn es einem grundsätzlich gut geht, oder? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Genau, das wäre der Teil, wenn du jetzt kein Burnout, also ein Burnout hättest, aber noch keine Depression, würden wir über Coaching reden und nicht über Therapie. Therapie ist mir so fundamental dran gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Lebensgeschichte hättest, Zuwendung nur gegen Leistung, oder? Und du bist irgendwie einfach gewöhnt, nur wenn es ein Goodie gibt, dann machst du etwas und so. Und dann müssen wir schon mal dahinter gehen, gibt es noch andere Optionen, einen Lebensentwurf zu machen oder sich im Leben zu bewegen. Umkonditionieren sozusagen, eben selber. Einfach von, genau. Und was auch noch wichtig ist, wir kommen langsam zum Schluss vom Gespräch, wir haben noch 3 Minuten auf der Speicherkarte, Andi. Ich glaube, Kostenthematik ist etwas ganz Wichtiges für viele Leute, oder? Wenn sie in ein Coaching gehen oder zu einem Psychotherapeut. Nicht alle haben zum Beispiel eine Zusatzversicherung. Wie sieht das aus kostentechnisch, wenn man sich helfen will auf diesem Weg? Also jetzt wieder intern für die Mitarbeiter von Stadt Bern kostet es in dem Sinn nichts. Oder? Das gehört einfach zum Angebot. Vom Arbeitsgesetz her ist ja der Arbeitgeber angehalten, unter anderem die psychische Gesundheit der Leute im Auge zu behalten. Also darum ist das Angebot kostenlos. Und externe ist es so, wenn es Psychotherapie ist, ist es über die Zusatzversicherung. Und ab 1. Juli 2022 kommt Psychotherapie Grundversicherung unter bestimmten Bedingungen. Also müssen Leute sein, die quasi in Bern heizt und darf Psychotherapeut sein. Also der ändert das. Und sonst im Moment müssen sie es selber zahlen, die keine Zusatzversicherung haben oder wenn es nur ums Coaching geht. Es ist auch nicht ganz selten, dass der Arbeitgeber das übernimmt. Ich habe relativ viel, wo das der Arbeitgeber übernimmt, weil sie einfach sehen, da ist jemand am Anschlag. Und es ist die Kombination. Wir haben auch einen Teil Verantwortung, warum die Person jetzt am Anschlag ist. Das finde ich eigentlich noch fair, wenn der Arbeitgeber wirklich auch, wenn es so ist natürlich, auch sieht, im Moment, es hat auch etwas mit mir zu tun. Ja, die Person wirklich überladen, die da die Verantwortung übernimmt und sich dort auch an diesen Kosten beteiligt. Das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen häufig. Ja, absolut. So eine geteilte Verantwortung. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man dort als Betroffene auch ein bisschen selber investiert. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich selber würde zahlen würde, wäre ich noch viel investiert darin, dass es mir schnell besser ging? Oder ist das falsch, die Überlegung? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin noch nebenbei berufspolitisch tätig und genau wie die Diskussion läuft dort. Das ist so das Spannungsfeld zwischen der Psychotherapie und Grundversicherung versus man schaut, dass die Leute selber zahlen. Das eine ist natürlich so der Volksgesundheitsaspekt. Wenn nur die das zahlen können, können die Psychotherapie gehen, ist nicht ganz richtig aus meiner Sicht. Aber es gibt auch den Aspekt, dass man sagen kann, möglicherweise geht es dann länger, wenn man nicht selber zahlen muss. Weil die Motivation hat natürlich schon mit dem zu tun. Es tut ein bisschen weh, wenn ich zum Beispiel dir eine Aufgabe gebe, sage, eben, mach mal einen Fehler. Du tust Leute einladen, die sind gewöhnt, der Brian, der kocht wahnsinnig fein. Oder? Und dann würde ich beispielsweise sagen, Brian, lad deine Leute ein. Heute oben. Nein, kochst gar nichts. Die Leute kommen und dann sagst du, es gibt eine gute Pizzeria, wer will was mit bestellen. Oder? Und schau, was dort passiert. Das ist aus Sicht von jemandem, der eine höhere Leistungsthematik hat im Bereich Kochen, ist das ein Fehler. Und schau, was dort passiert. Also so eine Aufgabe als Beispiel. Wenn du das selber musst zahlen, wenn du zu mir kommst, machst du es.
Sonst nicht. Ist das deine Erfahrung? Ja, sonst nicht, aber man macht es sonst schon auch. Aber einfach die Motivation ist halt tiefer. Oder? Man kann sagen, gut, jetzt noch ein bisschen. Es ist relativ unangenehm. Oder? Ja, da können wir jetzt schon lange diskutieren, über was ist der richtige Weg. Aber ich glaube, wenn ich das so raushöre, ist eben so der Kompromiss, wie fast häufig oder fast immer im Leben, ein guter Weg. Oder es gibt zum Beispiel Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sich das teilen, kann sehr erfolgsversprechend sein. Das ist sehr häufig sehr erfolgversprechend, weil der Arbeitgeber auch bereit ist und auch interessiert ist zu hören, was ist denn von der Person, was braucht die Person, für das es wieder geht. Und da finden wir in aller Regel gemeinsam Lösungen, wir machen häufig auch gemeinsame Gespräche. Und das ist meistens wirklich ein wichtiger Punkt, für das es gegen Führer wirklich auch langfristig gut bleibt. Also, sehr ein interessantes Gespräch gewesen, Andi. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen für uns. Wenn dich das interessiert, wo wir darüber geredet haben, findet alle Informationen über Andi Zemp auf unserer Homepage, bern.ch. Und rund um den Digitaltag steht hier alles zu unseren Gästen. Und wenn ihr andere Gespräche noch nachschauen wollt, ihr kennt es, alles ist möglich im Replay. Und auch wenn ihr jetzt hier später eingeschaltet habt, das Gespräch mit dem Andi wird in wenigen Minuten von Anfang an für euch klickbar. Also, es geht nicht mehr lang an diesem Berner Digitaltag. Wir haben noch 2-3 Programmpunkte. Bleibt noch dabei und dann wünschen wir euch später einen schönen Abend.